Hansi hinter Hansi Haider, bitte. Herr Haider, welche Freude. Freut mich sehr. Liebe Frau Weber, Herr Haider, was können wir für Sie tun? Ja, servus, grüß Gott, vierte miteinander. Ja, mei, schauen Sie, Herr Schott, ich bin ein Künstler, gell? Und ich bin auf der Suche nach einer Frau, nach einem Mädel fürs Leben. Und ich habe da auch ein kleines Lidl mitgebracht. Wunderschön. Und das würde ich gern meiner zukünftigen Liebsten erwähnen, mich damit ins Herz bewerben. Singen, spielen. Ja, da sind Sie ganz genau richtig. Also in diesem bitte. Aufzug, ja? Naja, ich bin dann mal weg. Herr Haider, die singende Marzipanschnitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, grüß Gott und servus, vierte miteinander, meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke, danke. Es ist sehr aufmerksam. Danke, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein darf. In dieser wundervollen Stadt hier in Magdeburg. Es ist ein Wahnsinn. Ja? Bitte, was sagen Sie? Herr Schott? Leipzig? In Leipzig sind wir. Ja, entschuldigen Sie bitte, da habe ich einen kleinen Fehler eingebaut. Gell? Schauen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss das gleich sagen. Ihr wisst ja alle, wer ich bin. Gell? Ich bin der Hansi Haider aus Österreich. Ich bin einer von den ganz die großen Stars, ja, im Schlagergeschäft. Und ich muss das gleich sagen, ich weiß das genau. Liebe Freunde, ihr liebt meine Musik und ihr liebt mich. Aber liebe Freunde, heute soll es mal nicht um die Musik gehen und schon gleich gar nicht um mich. Heute reden wir mal über die arme Leute, gell? Die arme Leute, die da wo gar nichts haben, gell? Und schaut's, liebe Freunde, ich hab einen Arsch voll Geld. Weißt ja, wie die Blöden meine Platten kauft, ja? Oder weißt du, zu Depperzeit euch den Scheißdreck aus dem Internet runterzuladen? Ich weiß es nicht, ne? Liebe Freunde, aber schaut's, ich hab ein Herz. Ich hab ein Herz für arme Leute. Ich kann das nicht ertragen, wenn ich da mit meinen Mädels auf Welttournee bin und wir gehen da durch diese Einkaufszentren, gell? Und da sind da so die Obdachlosen am Betteln umeinander und ich hab kein Kleingeld dabei, sondern nur meine American Express. Und der Bettler hat kein Lesegerät für meine Karten. Ja, also entschuldigen Sie bitte, da können wir auch nichts machen, da kommen wir nicht weiter. Das tut mir auch im Herzen weh, verstehen Sie? Ne? Und deswegen, liebe Freunde, deswegen wollen wir heute mal ein wenig was Spenden sammeln für die armen Opfer in Pakistan, gell? Die armen Menschen da mit dem Erdbeben, das ist ja auch grausam. Mit dem, na, Moment, nein. Moment, Flutkatastrophe. Flutkatastrophe, ich wollte es gerade sagen, Herr Schott, genau. Flutkatastrophen war das, das war was mit Wasser, gell? Schauen Sie, und dafür wollen wir ein wenig Spenden sammeln. Da schauen wir gleich mal, ob wir mit Ihnen, wollen Sie was spenden, junge Frau? Ja, Sie haben die Handtasche dabei, heben Sie die bitte mal auf, vielleicht können wir da ganz, ja? So, wunderbar, machen Sie bitte auf die Handtasche, aufmachen, das muss schneller gehen, wir haben nicht so viel Sendezeit, bitte. So, was haben wir da? Haben Sie eine Geldbörse mit? Ja, wunderbar, die Geldbörse, bitte. Das ist rausholen, wunderbar, aufmachen, bitte, ganz schnell. Ja, was, bitte jetzt? Ja, keine Karten, wir brauchen Scheine. Genau, da haben wir den Tisch, geben Sie her, bitte. Das ist mir einfach so lang bei Ihnen. So, jetzt schauen wir mal, was wir da drin haben. Ja, schauen Sie, wunderbar, da haben wir doch schon was. Ich stecke das ein, Sie holen Sie es am Ende vielleicht wieder ab, ich weiß es nicht, genau. Gell? Schauen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, man muss es auch mal sagen, das ist minderwertig, das können Sie wieder haben, bitte. Ja. Nein, applaudieren Sie ruhig, sie hat es ja nicht getroffen. Ja? Genau, ja. Naja, gell. Das ist gut, das ist sehr gut, wunderbar. Nein, Moment, ich muss das aber auch mal sehen. Gerade die anderen Leute, sie sind ja alle hier so knausrig, gell? Sie wollen ja nichts geben, sie haben ja nichts, gell? Nein, ich verstehe das auch, wenn sie sagen, nein, ich mag nichts spenden, wir haben selber kein Geld, ja? Uns wollen sie da die Fluthilfe von den Ämtern, die wollen sie uns aufs Hartz IV anrechnen, gell? Ich meine, das ist tragisch. Das sind Probleme, die kennen die in Pakistan gar nicht, gell? Also, ich meine, aber Leute, ich sehe das ein, ihr habt selber Überschwemmungen, ihr habt selber ein Hochwasser. Ja? Ich meine, bei euch hat sich ja in diesem Jahr im Freistaat hat sich ja die Erde hier so sehr mit Wasser vollgesogen. Gell? Ihr habt ja die blühenden Landschaften gewässert, wie blöd. Gell? Und dann wundert es euch, wenn da doch keine blühenden Landschaften rauskommen, sondern so eine wunderbar verwilderte Gegend, in der sich mittlerweile schon wieder Wölfe ansiedeln. Gell? Und dann seid ihr am Jammern, dann sagt sie mir, nein, wir wollen die Wölfe nicht, wir wollen sie nicht haben. Aber Leute, warum kommen denn diese Wölfe? Ja, mein Gott, weil sie durch euer Geheule angelockt werden. Also, Entschuldigung. Naja, nein, das muss man.
Nee, also. Ja. Ja, ist das die Wahrheit oder nicht, he? Liebe Freunde? So, geh und passt auf. Liebe Freunde, ich muss das jetzt auch mal sagen. Schatz, wir hatten da das große Tsunami in Thailand. Herr Schott, in Thailand. Ja, und das ist diesmal richtig, korrekt. Richtig, ja. Da möchte ich auch keine Korrektur hören. Ja, weil das weiß ich ganz genau, dass das in Thailand war mit den Tsunamis. Weil da gehen da immer die anderen Schlagerstars, die gehen da immer hin. Kurzurlaub, die suchen ein wenig Inspiration im Lolita-Club. Gell? Und dann kommen sie nach Hause und singen beim Flori Silbereisen in der Sendung, singen sie dann Lieder über unbeschwertes Kinderlachen. Gell? Liebe Freunde, und deswegen, Schatz, wir hatten einen großen Hit damals für Thailand, für diese ganzen Überschwemmungen. Da haben wir alle miteinander gesungen, haben wir da Lasst uns auf Wellen reiten. Das war Wahnsinn, das war ein Riesenerfolg. Ja? Aber seitdem geht es bergab, liebe Freunde. Ja? Schaut, wir hatten diese furchtbare, diese Special da für Island mit der Wiederauflage Du bist so heiß wie ein Vulkan. Das lief gar nicht. Gell? Dann hat man den Flop da mit meiner Single Flammende Herzen in Moskau. Ein Reinfall, ja, und jetzt das. Also was ist jetzt mit Ihnen? Wollen Sie noch spenden? Wollen Sie spenden, gute Frau? Für die armen Menschen in Kurdistan. Ha? Was? Ja, Pakistan. Ja, das ist alles ohne Ecken, kein Problem. Also schauen Sie, passen Sie auf. Ich möchte jetzt ein wenig noch singen für Sie. Vielleicht ist mir das auch noch unterbringen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lauschen Sie, es ist gar nicht so schlecht. Also passen Sie auf. Leben Eheleute wirklich länger oder bilden die sich das bloß ein? Und wenn das Rapsöl Raps enthält, woraus wird Babyöl wohl sein? Und zieht man's vor, als Vegetarier zu leben und ist dann obendrein noch Katholik, fragt man bei der Vergabe des Leib Christi nach einem Dornenkronenstück. Muss man im Taxi trotzdem zahlen, wenn man den Fahrer bittet, dass er rückwärts fährt? Und ist denn die Behauptung, Alice Schwarzer würde per Gesicht verhüten, wirklich so verkehrt? Durch einen Strichcode als Familienfoto aus Äthiopien zu bezeichnen, das ist wohl keineswegs korrekt. Und saure Sahnebecher mit einem Haltbarkeitsdatum zu vermerken, auch eher eine Handlung im Affekt. Es waren ein bisschen viel Worte auf die Musik, ich gebe das zu, ja. Für Kurioses, Sonderbares, Bitterböses, da hab auch ich die Antwort nicht parat. Denn zwischen Ironie, Sarkasmus und Polemik, da ist der gut platzierte Witz doch halt so oft Spagat. Und fragt man mich, warum sind Sie mit Hohn und Spott bisweilen gar ein boshafter Mann? So lautet meine Antwort, ich hab das Zynische doch nicht erfunden. Man schaut sich nur die Tagesthemen an. Ja, danke, danke sehr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Heider, wunderbar, hervorragend. Das wird was, ich kann es Ihnen versprechen. Ganz bestimmt, schauen Sie sich um. Die Damen sind begeistert. Begeistert. Hier strahlt eine, da strahlt eine, überall. Die Dame mit der wundervollen Frisur strahlt auch. Ja, da ist doch was dabei, Herr Heider.